Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem erneuten Analysevideo zu Ready or Not School Shooting Challenge, Solo Challenge. Ihr habt mir das ganze Ding in die Kommentare geballert, ihr habt es nach oben gewotet, deswegen ballert schön weiter Videos und Filme in die Kommentare, die ich auf Taktik analysieren soll. Gleich für euch vorweg, nächstes Wochenende kommt ein cooles Video, nämlich das Video, warum Messerangriffe für Streifenbeamten und Beamtinnen so gefährlich sind, deswegen nächste Woche auch auf jeden Fall wieder einschalten. Wir labern wie immer nicht lang rum und gehen direkt rein. Also Solo-Challenge, ne? Was haben wir hier an der Waffe? Wir haben hier einen EOTech an der Waffe, so ein Reflexvisier. Wir haben hier vorne eine Licht-Laser-Unit, einen Schalldämpfer. Und hier wird nochmal ein Magazin-Check gemacht, eine Uhr, alles klar. Reporting. Entry team. Status of the active... Und drinnen hören wir schon die ersten Schüsse. Shooter threat is currently unknown. Move in. So, wir haben jetzt gerade gehört, dass der Threat, also dass wir nicht wissen, wie viele Schützen aktiv in der Schule sind. Das heißt, wir haben ein Problem, denn dann können wir nicht sicher ausschließen, dass selbst wenn wir einen Täter bekämpft haben, nicht noch andere unterwegs sind. Secure the area quickly. Dazu auch nochmal ganz kurz einen Appell, den habe ich immer und dann höre ich auch auf zu labern, lass weiterlaufen. Ihr seid die Ersten vor Ort im Streifendienst, besucht die entsprechenden Lehrgänge, denn alle Spezialeinheiten werden länger brauchen, bis sie da sind. Annäherung ist hier immer das Schwerste, ne? Na, da muss man jetzt einfach mal Prioritäten setzen, wenn man alleine ist. Das wird sowieso tricky. So, davon halte ich schon mal nichts. Gerade wenn ich alleine bin, muss ich jetzt hier die Waffe hochnehmen, muss die Tür aufmachen, habe also quasi nicht den Lauf meiner Waffe direkt in die Türrichtung. Da würde ich mich auf jeden Fall irgendwo anders positionieren. Vielleicht sogar hier auf der Klinkenseite, damit ich die Tür aufmachen kann und dann muss ich rein. Wir müssen sowieso... Ja, ich lasse mal weiterlaufen, bevor ich jetzt zu viel sage. Tür muss richtig gecheckt werden. Das ist gut, hier wird abgekantet. Und jetzt muss ich schon das erste Mal Prioritäten setzen, ne? Gehe ich nach oben? Ich grundsätzlich würde ein Gebäude von oben nach unten abarbeiten, weil es leichter ist. So, und hier muss man dann jetzt schon mal sagen, dass das Abkanten keinen Sinn mehr macht. Wir spulen mal ein bisschen zurück. Hier macht das Abkanten keinen Sinn mehr, weil ich mit dem Abkanten ja im Endeffekt mir das Aufschneiden einer Ecke leichter machen kann und auch beim Geradeausschießen. Ich will jetzt nicht zu tief in die Theorie gehen. Fakt ist, wenn ich hier um die Ecke komme, macht es keinen Sinn, nach links wegzukanten. Das sieht man auch. Dauerfeuer macht sowieso in dem Fall keinen Sinn. Höchstens Feuerstoß. Hier sieht man es nochmal ein bisschen schöner. Das wäre gut gewesen, jetzt in die andere Richtung gleich abzukommen, aber hier sieht man es halt, ne? Wenn ich jetzt hier abkante, das macht überhaupt keinen Sinn, um hier rumzukommen. So, da hat es wieder Sinn gemacht, habt ihr gesehen? Auch in dieser Umgebung, bei so einem School-Shooting-Szenario oder bei anderen Szenarien, spielt natürlich die richtige Kleidung eine Rolle. Ich habe ja letzte Woche das Video gemacht zu den verschiedenen Tarnmustern, Steingrau, Leaf, Schwarz und so weiter. Und auch ich trage tatsächlich sehr, sehr gerne Tarnkleidung, beziehungsweise natürlich Einsatzkleidung. Aber wenn ich privat unterwegs bin, trage ich natürlich auch ganz normale Klamotten. Vor allem trage ich sehr, sehr gerne Streetwear und da kann ich euch Smilodogs empfehlen. Ich habe mir von Uwe, Grüße gehen raus, ein paar schöne Hoodies in Oversized und natürlich auch Jogger zuschicken lassen. Ich mag den Streetwear-Touch davon, wenn ich gerade nicht im Gym unterwegs bin. Ich trage die Produkte gerne privat. Ihr kennt das aus meinen Streams, teilweise sogar aus meinen Hauptvideos. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal ein, zwei Sachen. Was mir sehr gut gefällt, ist der farblich abgesetzte Smilodogs-Print, das moderne, vor allem sportliche Design und dass es auch frische und bunte als auch gedeckte Farben gibt, die ich gut mit anderen Dingen wie zum Beispiel Schuhen irgendwie kombinieren kann. Ich feiere vor allem diese Oversize-Kollektion mit den Smilodogs-Applikationen hinten drauf, so einmal komplett drüber. Ich feiere das hart. Die Klamotten sind wirklich für mich perfekt, wenn ich aus dem Gym komme, habe was gesnackt, habe geduscht, kann mich da rein chillen. Bester Tag. Bei Smilodogs läuft gerade der Black Friday Sale. Der ist zeitlich begrenzt, das heißt, ihr müsst schnell sein mit eurem Kauf. Mit meinem Code KUNI könnt ihr 40% on top bekommen auf bereits reduzierte Produkte und damit euren Rabatt bis auf 70% steigern. Das war aber längst noch nicht alles. Ab 150 Euro Warenkorbwert nach Abzug meines Codes kriegt ihr ein gratis Outfit dazu und
Jeder, der über meinen Code und über meinen Link bei dem Black Friday Sale bestellt, nimmt an einem Gewinnspiel teil, wo ihr euren Warenkorbwert zurückbekommen könnt. Das bedeutet, ihr macht den Warenkorb voll, wie gesagt, schnell sein, haut das ganze Ding raus, nehmt an dem Gewinnspiel teil und wenn es gut läuft, kriegt ihr den kompletten Preis eurer Bestellung zurück. Mein Code, also die 40% und top, sind zeitlich begrenzt, deswegen checkt gerne den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar aus, nutzt den Code KUNI. Wie gesagt, das Ganze gilt nicht lange und dann wünsche ich euch viel Spaß am Gewinnspiel und natürlich auch mit den Klamotten, die bei euch ankommen. Auf rein. Hier, das ist schön rausgelehnt. Und Hands on your head! Okay! So, den muss ich halt rausschicken oder festmachen. Das Problem ist jetzt, ich habe hier eine Single-CQB-Situation. Wenn ihr übrigens Bock habt, dass ich mal ein Video dazu mache, was ich von Single-CQB halte, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich überlege da nämlich schon lange rum. Deswegen macht es gerne mal, wenn ihr Bock habt, dass ich dazu mal wirklich ein ausführliches Video mache, was ich davon halte. Vielleicht auch mit ein, zwei Praxissachen. So, und hier haben wir schon die nächste krasse Entscheidung. Hier habe ich einen Anschlussraum. Und jetzt habe ich hier hinten aber noch einen unsicheren Bereich. Wenn die Tür geschlossen ist, würde ich mich erstmal um den unsicheren Bereich kümmern. So. Doch, hier macht das, das ist immer noch abgekannt, das macht keinen Sinn. Hier macht es wieder Sinn. Hier ist die Waffe schon viel zu doll. Seht ihr das? Hier ist die Waffe jetzt schon um die Ecke, bevor ich mit dazukomme. Das heißt, auch hier müsste ich wieder reinstechen. Jetzt müsste ich mich hier schon eindrehen, weil von oben kann ich jetzt schon beschossen werden. Viel zu spät. Grundsätzlich sowieso ist das hier eine dynamische Absuchersituation, ja. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht irgendwelche Räume langsam taktisch aufschließen. Ich versuche jetzt so schnell wie ich kann eine grobe Absuche zu machen, um den Täter, die Täterin möglichst schnell zu stellen und zu neutralisieren bzw. kampfunfähig zu machen. Das heißt, das hier ist ein Schadensbegrenzungsszenario. Dauert mir persönlich gerade alles ein bisschen zu lang. Hands up, down on your knees. Und auch das hier, ne? Du hast jetzt hier Szenarien, hier triffst du jetzt Leute, wo du nicht weißt, wer ist das, was macht die hier, du bist alleine, musst die jetzt irgendwie rausschicken, hast nicht so wirklich Zeit, die festzusetzen. Alleine Hölle. Hölle. Das ist schon mit mehreren Leuten Hölle, dieses Szenario, aber alleine ist. Und dieses Abkanten macht halt in dem Fall hier einfach keinen Sinn. Jetzt könnte ich wieder abkanten. We need to talk. The suspect is down. Talk reporting. Copy that, entry team. Proceed with mission. Und du musst halt immer Prioritäten setzen, ne? Das ist halt das, was schwierig ist. Jetzt kann ich nach hier gehen, jetzt kann einer die Treppe hochkommen, aber ich hab keine andere Möglichkeit, weil ich bin alleine. Auch hier, ne? Die Waffe ist immer schon drin. Und Waffe schon wieder runter. Genau, das muss ich machen, wenn ich Zeit habe. Ne? Taktischer Magazinwechsel, beziehungsweise mache ich eigentlich sogar nur in der Deckung. Unglaublich dumme Situation. So. Jetzt komme ich hier rein, die Tür geht auf, ich habe hier einen riesigen Bereich, ich habe hier einen Treppenabgang, hier habe ich wie so ein
Eine Galerie möchte ich nicht sagen. Jetzt habe ich diesen gleichen Bereich, den ich hier habe, nochmal auf der anderen Seite. Das ist ein Horrorszenario. Das ist schon unangenehm, wenn du 4 Leute hast, weil du dich irgendwie für irgendwas positionieren musst und so weiter und so fort. Hier ist viel Risiko dabei und alleine Himmelfahrtskommando. Und hier haben wir Steps. So, und da sieht man halt. Jetzt muss ich Prioritäten setzen. Ne? Jetzt habe ich Struggle. Jetzt stehe ich auf dieser riesigen Freifläche. Unsicherer Bereich. Das gleiche nochmal hinter mir. Also quasi da. Hier ist Steps. Wer ist das? Ist das eine potenzielle Gefahr? Hat die potenzielle Gefahr eine Schusswaffe? Ein Messer? Kann die mir gefährlich werden? Kann die anderen gefährlich werden? Muss ich die ansprechen? Natürlich ist Kontakt hat immer Vorrang, klar. Und jetzt müsste ich eigentlich, und das ist mir nämlich ein bisschen zu tief, ja, also hier ist mir dann, das ist mir ein bisschen zu tief geaimt, hier, die Laufmündung in so einer Situation ist erstmal grundsätzlich, wird meiner Option nach, alles, was sich bewegt, grundsätzlich erstmal mit der Schusswaffe bedroht. Ob ich dann wirken muss, muss ich im Einzelfall entscheiden. Aber wir werden jetzt hier gleich sehen, dass hier die ersten Schüsse brechen, weil hier viel zu tief ist. Wenn ich... Abgekantet, ja. Okay. So, wenn ich, hier ist mein Anhaltepunkt. Mitte, Körper. Dann komme ich hier rum. Ich wäre jetzt schon hier drauf. Und jetzt schon gesehen, oh fuck. Und dann wird schon gewirkt. So, und jetzt sehen wir nämlich, wir sind die Ersten, die getroffen werden. Unangenehm. Ich weiß, und das möchte ich dazu sagen, das ist in der Realität einfacher als in so einem Spiel. Ich habe selber im Stream bei diesem Spiel festgestellt, dass es echt tricky ist. Aber wir müssen es natürlich ansprechen, weil wir wollen es ja so ansprechen. Ihr wollt es ja auch von mir wissen. Ihr wollt es ja von mir wissen. Wenn wir das Spiel jetzt behandeln nur als Spiel, dann brauchen wir dieses Video nicht machen. Hier hört es nicht, hört es sich an, als wäre hier nochmal Kontakt. So, und jetzt seht ihr auch wieder, abgekannt, es macht in dieser Situation, wenn ich hier um die Ecke komme, keinen Sinn. Let me see those hands! Auch nicht reingelehnt. Guck mal, es wird hier irgendwie so ein bisschen taktisch vorgegangen, aber auch dann nicht so. Dann wird wieder einfach reingerannt. Auch hier wird sich gar nicht richtig nach rechts reingelehnt. Dann ist die Waffe immer noch nach links weggekantet. Das macht keinen Sinn. So, und da haben wir es nämlich. Und jetzt müssen wir Gas machen und den Schüssen hinterher. Was ist denn das hier? Wieso leuchtet denn diese Waffe? Was ist denn das für ein Schummelmodus? Und hinter mir haben wir gerade eine Tür gehört. Suspect down. This is Talk. Affirmative entry team. So, und jetzt habe ich, guck mal, ganz, ganz schwieriges Szenario. Pass auf. So, hier läuft jemand. Schon gesehen. Der bewegt sich hier. Läuft weg. Der ist im Leben. Im Leben, dadurch, dass der hinter diesem Schrank war, jetzt nicht in diesen Raum gelaufen. Das heißt, die potenzielle Bedrohung ist hier hinten. Hier ist jemand angeschossen. Jetzt drehe ich meinen kompletten Rücken in diese Richtung, wo hier gerade jemand weggelaufen ist. Wir wissen, ich hatte eine Schusswaffe, ist das der potenzielle Täter? Und nehmen uns diesen Raum vor. Alles rechts ist offen. Prioritäten setzen. Ja, auch hier könnte jemand drin sein, aber ich muss jetzt Prioritäten setzen. Schwierige Entscheidung, ich hätte es so nicht gemacht. Und auch hier wird sich erst gut... Guck mal. Er wird sich erst gut nach rechts gelehnt und jetzt wird die Waffe wieder ausgegeben. Ich verstehe es nicht. Talk to entry team. So, okay, war kein potenzieller Täter. Copy. Clean house and we'll take them out. Also hier ist wirklich Kasala angesagt jetzt, ne?
Leave the area. Officers are outside. Move to the exit. Und jetzt diesen Treppenaufgang hier hochgehen alleine ist Hölle. Würde ich nicht machen. Oh, und dann wird sich auch nicht eingedreht. Oh, guck mal. Offener Rücken komplett. Da ist schon Feierabend. Talk. One suspect is down and alive. Talk to entry team. Aber hier waren wir noch gar nicht. Copy, EMTs and trailers are standing by. Down on your knees! Aber wir haben beide Bomben gefunden. Müsste eigentlich mal gemeldet werden. Get to the exit. Officers are outside. Go. So, jetzt wird das erstmal entschärft, okay? Mal gucken. Okay, das skippen wir mal. So, da sind wir wieder. Ich glaube, er entschärft jetzt insgesamt nur noch, oder? Ah, hier, nee, hier sind noch unsichere Bereiche. Requesting temps. Talk to high ground. Roger that. Medical assistance is standing by. Head to the exit. Officers are waiting outside. So, hier unten sind nämlich noch unsichere Bereiche. Oh ne, hier waren wir auch schon, sorry meiner. Gut, dann wird die Bombe jetzt entschärft, nehme ich an. Element to talk. Suspect down, alive. Talk to element. Great work, entry team. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal grob in eine Kurznachanalyse nochmal hier im Reaction-Bildschirm. Also, wir haben hier halt gesehen, Annäherung schwierig, weil alleine, ne, hier oben alles unsichere Bereiche, alles super unsichere Bereiche, wo ich beschossen werden könnte. Annäherung an so ein Gebäude, Hölle, gerade wenn ich hier über den Weg muss. Ne, dadurch, dass das Spiel das nicht anders hergibt, könnte man, eigentlich würde man vielleicht einen unkonventionelleren Weg wählen. So, dann springen wir ein bisschen. Was halt nicht so viel Sinn macht, ist dieses ständige Abkanten. Es gibt Situationen, gerade wenn ich um eine rechte Ecke komme, wo das sehr viel Sinn macht. Es gibt Situationen, wenn ich um eine linke Ecke gehe, wo das nicht so wirklich viel Sinn macht. Prioritäten müssen hier gesetzt werden und es muss schneller gehen. So. Dann springen wir hier mal durch. Und dann habe ich halt immer wieder das Problem, ich entscheide mich zuerst nach rechts zu gucken, werde von links befeuert. Also da kriege von links Gegenfeuer. Auch hier habe ich den unsicheren Bereich. Genau. Ich muss also Prioritäten setzen. Grundsätzlich ist es so, dass wir bei so einem Szenario immer den Schüssen nachlaufen. Das heißt, ich schaue, wo kommt die Bedrohung her und versuche natürlich möglichst schnell, Schadensbegrenzungsszenario, meinen Weg dorthin zu machen. Weiß nicht, wie das hier abgeschlossen wurde, aber um hier nochmal drauf einzugehen. Wichtig ist halt, wie gesagt, immer Waffenrichtung ist Blickrichtung sowieso. Dass ich dann aber auch den Anhaltepunkt so wähle, dass ich drauf bin. Ne? So, okay. Würde ich sagen, gehen wir in ein abschließendes Fazit. Also, grundsätzlich cooles Video. Super krasses High-End-Szenario. Ich bin, ja, ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, überwältigt davon, dass das in dem Szenario jetzt hier so einfach war. Denn ich kenne diese Map aus dem Spiel. Die Leute, die mir auf Twitch folgen, der Link ist übrigens in der Videobeschreibung, kennen diese Map auch. Und die Map ist eigentlich wesentlich schwieriger. Mehr Tangos, viel mehr Geschwindigkeit, weil die viel schneller anfangen, Leute zu erschießen und, und. Grundsätzlich war es von der Geschwindigkeit okay. Es müsste allerdings noch viel schneller gehen. Wir haben gesehen, dass viele Fehler gemacht wurden, was das Abkanten und so angeht. Ansonsten nicht schlecht. Es muss halt eine dynamische Absuche werden, bis wir dann wirklich zum Ziel kommen. Wie gesagt, ballert mir gerne in die Kommentare, was ihr die nächsten Wochen sehen wollt an Videos, was ich analysieren soll. Nächste Woche kommt das Video, warum Messerangriffe für den Streifendienst so gefährlich sind. Dann kommt auch bald das Greyman-Video. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, einer muss es machen, euer Kuni.